Hey, willkommen. Ich will dir heute mal zeigen, wie du ganz einfach einen Trikotsatz mit deiner Bedruckung bestellen kannst. Du gehst bei uns auf Fußball, danach auf Fußballtrikots und landest direkt auf unserer Seite der Fußballtrikots. Jetzt kannst du dir einfach dein Trikot aussuchen. Wir nehmen zum Beispiel das Jaco Striker 2.0 Trikot. Du musst nur Folgendes tun: wähle deine Farbe und wähle unten deine Größe. Oder du kannst über die Teambestellung ganz einfach auch mehrere Größen eingeben. Ich nehme jetzt an dieser Stelle einfach mal das rote Trikot in den Größen M7 und den Größe L7. Einfach bestätigen, in den Warenkorb damit und schon landen deine Produkte direkt im Warenkorb. Was fehlt? Natürlich die Beschriftung. Entweder kannst du die Beschriftung hier direkt auswählen oder du kannst auch über die Beschriftung oben direkt alle unsere Beschriftungen durchsuchen. Wir gehen also auf Beschriftung und schauen uns zunächst einmal an, was wir als Beschriftung alles für Möglichkeiten haben. Wir haben die Möglichkeit, einen eigenen Text auf die Brust zu nehmen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Nummern direkt mit einem Vereinslogo zu bestellen oder auch ganz einfache Sachen wie zum Beispiel den Vereinsnamen. Also wählen wir den Vereinsnamen aus. Hier hast du dann die Möglichkeit. Der Vereinsname ist deine Schriftart, die du haben willst. Wir haben ausgefallene Schriften, moderne Schriftarten, offizielle Puma-Schriftarten und alles, was du findest. Wir nehmen zum Beispiel die Arial, sagen dann, wir haben natürlich ein rotes Trikot, also nehmen wir eine weiße Farbe, suchen uns die Position aus, Rücken oben ist natürlich klar, aber wir können auch sagen, zum Beispiel Rücken unten, wenn wir oben den Spielernamen drüber haben wollen oder wenn wir zum Beispiel etwas anders bedrucken wollen. Wir nehmen also Rücken oben mittig, um den Vereinsnamen oben zu haben, sagen dann, dass wir ihn halbrund haben wollen, weil wir das einfach modern finden und nennen unseren Verein einfach mal FC Greifenberg. So, dann das Ganze brauchen wir. Wir haben 14 Trikots genommen, also 14 Mal. Ab damit in den Warenkorb und schon haben wir die passende Nummer, den passenden Vereinsnamen für alle unsere Trikots mit im Warenkorb drin. Jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit, die Nummern auszuwählen oder auch ein Sponsorenlogo. Du findest unter Beschriftungen zum Beispiel auch das Vereinslogo. Wir wollen jetzt noch Folgendes machen. Wir sagen, wir wollen die Rückennummern dazu auswählen. Nehmen also uns die Rückennummern dazu. Ebenfalls in der Schriftart Areal, obwohl wir auch andere Schriftarten kombinieren können. Zum Beispiel eine Arealschriftart beim Vereinsnamen und eine Premierschriftart. Einfach mal zum Sagen als Rückennummer. Ebenfalls in der Farbe Weiß, auch hier könnten wir eine andere Farbe nehmen. Die Position Rückenmitte ist relativ klar. Und dann mache ich es mir ganz einfach. Die gewünschten Nummern, ich habe 7 mal S, 7 mal M. Ich schreibe einfach mit dazu, kommt per E-Mail. Und schicke im Nachhinein nach meiner Bestellung einfach die gewünschte Einteilung, wie ich genau welche Nummern drauf haben will, einfach per E-Mail. Ich habe wieder 14 Trikots, also brauche ich auch 14 Rückennummern. Ab damit in den Warenkorb. Und schon habe ich auch die Nummern im Warenkorb drin. Beim Sponsorenlogo würde ich ähnlich vorgehen. Man kann zum Beispiel jetzt auch hier angeben, dass man das Sponsorenlogo danach einfach per E-Mail durchschickt und muss nur 14 Mal das Sponsorenlogo oder 14 Mal das Vereinslogo in den Warenkorb legen. Und schon hat man den passenden Artikel. Gehen wir jetzt mal zum Warenkorb. Schauen uns an, was wir haben. Wir haben 7 Mal das Trikot in S, 7 Mal das Trikot in L, den Vereinsnamen dazu 14 Mal und die Rückennummer 14 Mal. Und sind schon fertig. Wir haben unseren Trikotsatz zusammengestellt, könnten jetzt den Trikotsatz auch noch erweitern, aber so würden wir die Trikots komplett bekommen. Der Vorteil dieser einfachen Zusammenstellung gegenüber allen anderen Konfiguratoren ist, du bist extrem flexibel. Du kannst eine Trikottasche mit dazu bestellen. Du kannst ein Torwarttrikot mit dazu bestellen. Du kannst Torwarthandschuhe mit dazu bestellen. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du irgendwann an deine Grenzen stößt, sondern du hast die Möglichkeiten, alles zu bestellen. Und du kannst alles ganz einfach zusammenstellen und uns einfach danach per E-Mail, wie du hier unten siehst, kommt per E-Mail mit dazu, reicht komplett und du bekommst nach der Bestellung eine Bestellbestätigung und schickst uns als Antwort darauf einfach deine Einteilung, dein Logo und alle weiteren Daten dafür zu. Du brauchst dir auch keine Sorgen machen. Bevor so etwas bei uns bedruckt wird, bekommst du immer von uns einen Flock-Vordruck zugeschickt, der dir nochmal genau sagt, wie es am Ende aussieht. Wie du das Ganze jetzt bestellst, ganz einfach. Unten weiter zur Bestellung und dann entscheidest du dich entweder dafür, ob du ein neuer Kunde bist oder wenn du bereits bei uns Kunde bist, loggst du dich ein und folgst dem Bestellprozess. Hast du noch irgendwelche Fragen oder brauchst du auch ein Angebot für einen Trikotsatz?
Schick uns einfach eine E-Mail an info@sport-greifenberg oder folge dem Link unten in der Beschreibung.